Ja, hallo, mein Name ist Laura Geisbüsch und in diesem Video erkläre ich dir, wie du ganz einfach ein Impressum erstellst. Ja, in Deutschland ist es ja Pflicht, ein Impressum auf den Webseiten aufzuführen und ich mache das immer mit der Seite eRecht24. Da gibt es nämlich einen Impressum-Generator, mit dem man wirklich super easy und schnell ein Impressum erstellen kann. Da ist dann auch die Datenschutzerklärung und der Disclaimer schon mit drin. Ja, du gehst halt auf die Seite erecht24.de/impressum-generator.html. Ja, und dann kannst du hier auch sofort loslegen, kostenlos ein Impressum zu erstellen. Ja, und wenn du hier jetzt ein bisschen runterscrollst, siehst du hier den Button Impressum erstellen. Da klickst du dann drauf. So, dann scrollt man wieder ein bisschen runter und dann muss man hier einfach Fragen beantworten und daraufhin wird dann das Impressum erstellt und diese Fragen gehen wir jetzt einfach mal durch. Ja, also hier muss ich zunächst einmal sagen, ob ich die Webseite für mich oder für mein Unternehmen erstellen möchte oder ob ich ein Impressum für die Webseite eines Kunden erstellen möchte. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich ein Impressum für mich erstelle. Dann muss ich hier angeben, ob bei der Webseite ein Online-Shop eingebunden ist. Falls einer eingebunden ist, klickt man hier Ja an. Falls keiner eingebunden ist, lässt man dieses Kästchen einfach frei und klickt auf Weiter. Ja, und dann muss man sagen, wer der Betreiber der Webseite ist. Und wenn man hier runterscrollt, kann man hier so ein Dropdown-Menü öffnen. Ja, und da muss man dann angeben, ob man eben Einzelunternehmer ist, ja, eingetragener Kaufmann, ob man eine Aktiengesellschaft ist, ja, das wählt man dann hier aus und klickt wieder auf Weiter. Ja, und im nächsten Schritt gibt man dann auch den Namen und die Adresse für das Impressum ein. Also Laura Geisbüsch. Hier kann man auch eine Geschäftsbezeichnung hinterlegen. Hier folgt dann die Anschrift. Postleitzahl. Und die E-Mail-Adresse, die wurde bei mir jetzt schon hinterlegt, ja, also die gibt man hier ein, sowie eine Telefon- und Faxnummer. Und wenn man das ausgefüllt hat, geht man wieder auf Weiter. Dann muss man hier angeben, ob man in einem Register eingetragen ist. Ja, wenn man in keinem Register eingetragen ist, behält man die Einstellung kein Register bei. Hier gibt man dann die Umsatzsteueridentnummer ein. Und falls man eine Berufshaftpflichtversicherung besitzt, kann man das hier auch noch angeben. Und dann klickt man wieder auf Weiter. So, hier muss man nun bekannt geben, ob man journalistisch-redaktionell gestaltete Angebote auf der Webseite hat. Und falls nein, behält man die Einstellung bei. Ansonsten gibt man es hier an. Dann klickt man wieder auf Weiter. Und dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt im Impressum, nämlich den Bildnachweisen. Es ist nämlich so, wenn du Fotos oder Bilder auf Plattformen wie Getty Images oder Fotolia kaufst, dann musst du das auch im Impressum vermerken. Ja, weil wenn du das nicht tust, dann ist die Gefahr sehr groß, dass du abgemahnt werden könntest. Und deswegen solltest du hier auf jeden Fall, wenn du Bilder von Dritten verwendest, das auch hier im Impressum vermerken. Ja, also wenn du Bilder von Dritten verwendest, dann gibst du hier an Ja. Und dann musst du hier auch die genaue Quelle der Fotos hinterlegen. Das ist hier auch nochmal beschrieben. Ja, da muss man dann die komplette Webadresse eingeben und falls vorhanden sogar die Namen der Fotografen. Ja, falls du keine Bilder von Dritten verwendest, dann klickst du hier einfach Nein an und dann geht's weiter auf Weiter. Ja, im nächsten Step muss man dann angeben, ob für die Ausübung der Tätigkeit eine behördliche Zulassung notwendig ist. Ja, falls ja, gibt man hier auch die zuständige Aufsichtsbehörde ein. Und dann muss man noch die Berufsbezeichnung angeben. Ja, hier gibt es dann auch wieder so ein Dropdown-Menü.
Und falls der Beruf nicht aufgeführt ist, wählt man hier anderer Beruf aus. Oder im Fall des Online-Marketers gibt man hier kein reglementierter Beruf an. Ja, und dann klickt man wieder auf Weiter. Und dann kommen wir zum Punkt allgemeine Datenschutzerklärung. Hier solltest du auf jeden Fall angeben, dass du eine allgemeine Datenschutzerklärung in deinem Impressum integrieren möchtest. Und dann kommt es darauf an, welche Programme oder sozialen Netzwerke du nutzt. Ja, hier kannst du dann auch noch separate Datenschutzerklärungen mit einfügen im Impressum. Ja, also falls du E-Tracker verwendest, dann kannst du hier auch nochmal eine E-Tracker-Datenschutzerklärung mit einfügen, eine Facebook-Datenschutzerklärung, eine Datenschutzerklärung für die Google-Tools, eine Instagram-Datenschutzerklärung, eine Datenschutzerklärung für LinkedIn, für Pinterest, für Tumblr, für Twitter, für Xing. Ja, da kommt es halt wirklich drauf an, welche Tools und Programme du nutzt. Und hier gibt es dann noch den Punkt personenbezogene Daten. Ja, da musst du dich dann auch durchlesen und schauen, welche Punkte für dich in Frage kommen und welche Punkte mit im Impressum aufgeführt werden sollen. Und wenn du diese ganzen Angaben gemacht hast, klickst du wieder auf Weiter. Und im letzten Step solltest du hier dann noch die rechtlichen Hinweise und Nutzungsbedingungen durchlesen, ja, weil E-Recht 24 übernimmt keine Haftung für das Impressum. Ja, also wenn du auf der ganz sicheren Seite sein möchtest, dann solltest du das Impressum, das du hier generiert hast, auch nochmal von einem Anwalt prüfen lassen. Ja, und du musst halt bestätigen, dass du das generierte Impressum von E-Recht 24 auf eigenes Risiko auf deiner Webseite einbindest. Ja, und dann klickst du auf Impressum erstellen und dann bekommst du auch schon dein fertiges Impressum. Ja, das kannst du dir hier jetzt herunterladen. Hier wird es dann auch nochmal angezeigt. Das kannst du hier dann theoretisch auch herauskopieren. Wie du siehst, sind die Datenschutzerklärungen und all die Punkte, die du dann da ausgewählt hast, mit drin. Wenn ich jetzt hier ganz runter scrolle, dann erhält man hier auch noch den Quellcode fürs Impressum, den Disclaimer und die Datenschutzerklärung. Ja, also es ist wirklich super easy. Man wird hier durch den Prozess durchgeführt. Man muss eigentlich nur anklicken, welche Punkte man mit aufführen möchte im Impressum und welche nicht. Und dann kann man das Ganze einfach herauskopieren und auf der eigenen Webseite einbinden. Ja, und das war es auch schon mit diesem kleinen Tutorial von mir. Mach es gut, bis bald. Deine Laura.